So, das wievielte Video von mir auf dieser Karte hier ist das jetzt genau? Ach, egal. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe eine Zuschauerfrage gekriegt. Die ist schon ein bisschen älter. Tut mir leid, dass es ein bisschen gedauert hat. Und zwar die Frage danach, ob die Visiere in Battlefield 2, nein, ob die Visiere in Battlefield 1 falsch dargestellt sind, also falsch angebracht sind, weil sich sehr viele Visiere an der Seite der Waffe befinden. Das ist allerdings historisch korrekt. Das hat man wirklich so gemacht. Und zwar ist das Visier hier an der Springfield, das ist relativ akkurat. Und zwar ist das das Warner & Swayze Maskezeit. M1913, glaube ich, aber da es sowieso nur ein Maskezeit gibt, ist das völlig egal. Und zwar seht ihr hier, dass das schöne Stück hier an der Seite angebracht ist. Jetzt fragen sich die meisten wahrscheinlich, warum ist man so doof und bringt Visiere an der Seite an? Das hat man deswegen gemacht, damit man weiterhin Ladestreifen benutzen kann. Und zwar hatten die Leute damals noch nicht so wirklich die Vorstellung davon, wie ein Scharfschütze wirklich arbeitet und wusste noch nicht, dass ein Scharfschütze jemand ist, der halt, wenn er gut ist, so lange in Sicherheit rumgurken kann, dass er sowieso nicht entdeckt wird und dass er dann mehr als genug Zeit hat, die Patronen auch einzeln nachzuladen. Und die nächste Frage, die sich jetzt wahrscheinlich einige stellen, ist: Funktioniert das denn überhaupt und hat das irgendwelche Vor- oder Nachteile, das Visier an der Seite anzubringen? Dazu muss man sagen, ja, es funktioniert. Hat es Nachteile? Ja, einige. Und zwar gibt es ja an jedem Visier zwei Einstellungen. Und zwar einmal die Einstellung in der Höhe, und welche man Evaluation nennt auf Englisch. Und die Einstellung in der Seite, welche man Vintage nennt. Warum schwärmen die denn aus? Egal. Ich glaube nicht, dass sie mich gesehen haben. Und zwar die Einstellung zu den Seiten, was man Vintage nennt, um damit Wind zu korrigieren. Und wenn man so ein Ding an der Seite hat, hat man natürlich immer eine Abweichung. Ich will das jetzt auch gar nicht so ballistisch im Detail erklären, denn dazu müsste ich, um das anschaulich zu machen, eine relativ schwierige Animation hinkriegen und ich habe gerade kein 3D-Programm, womit ich das machen könnte. Sagen wir einfach so: Für jeden Meter Entfernung muss ich hier bei einem Seitenscope das Windage ändern. Dafür gibt es auch Tabellen und soweit ich das weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, hier auf dem Maskezeit, ich glaube entweder das da oben oder das an der Seite ist auch direkt die Tabelle dafür. Zum Beispiel für 100 Meter wäre das dann irgendwie so ein Windage-Klick nach rechts, für 200 zwei, für 300 wahrscheinlich schon vier und für 500 sechs Klicks nach rechts. Also man muss, wenn man ein Ziel auf weitere Entfernung bekämpft, immer das Windage anpassen. Wenn man das auf die klassische Methode macht, natürlich kann man auch einfach hergehen und sagen, so, ich habe, sagen wir mal, bei der Waffe hier sind es wahrscheinlich, ach, das ist relativ wenig, sind wahrscheinlich 4 cm. Ich habe immer 4 cm nach rechts, das heißt, ich spare mir das mit dem Windage und sage immer, wenn ich irgendwas anziele, wie zum Beispiel den Typen hier, ja, es ist natürlich relativ klein, muss ich immer 4 cm nach rechts, welches natürlich von Battlefield hier nicht in der Form berechnet wird. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Scope hätte mit einer größeren Entfernung drauf, also mit einer größeren Vergrößerung, müsste ich den Typen immer auf die Ohren zielen. Zum Beispiel wird das so gemacht bei der israelischen Armee. Das ist übrigens, soweit ich das weiß, hier sehen wir, dass ein Ladestreifen benutzt werden kann. Die letzte Armee, die noch ein Scharfschützengewehr, ja, was heißt Scharfschützengewehr, eher so ein DMR-Rifle, einsetzt, wo noch das Scope ein bisschen nach links versetzt ist, und zwar das Galil-Sniper oder Galatz wird es meistens genannt. Die lassen das mit der Windage-Einstellung, die zielen einfach ihren Zielen immer auf das linke Ohr und wissen dann genau, dass sie dann genau den Kopf treffen. Das ist dann die einfache Methode. Was man noch dazu sagen muss, ist, vielleicht finde ich hier gleich noch ein Scharfschützengewehr. Auch hier ist wieder die etwas komplizierte Leiter, die ich jetzt runtergefallen bin. Super. Oh, ich darf immer noch von der Leiter springen, obwohl ich schon runtergefallen bin. Egal. So. Was man dazu sagen muss, was man noch zu den Scharfschützengewehren hier im Spiel und im Ersten Weltkrieg sagen muss, ist, dass das Maskezeit, was ich hier habe, ist so ziemlich das einzige Visier, welches wirklich standardmäßig hergestellt worden ist, was dann auch an die Waffen gepasst hat. Denn die meisten Visiere, die es im Zweiten Weltkrieg, ach, im Ersten Weltkrieg an Waffen gab, das waren Spezialanfertigungen von englischen Gunsmiths oder halt dem deutschen Äquivalent, den Büchsenmachern. Und die haben die meistens irgendwie angebracht. Die haben einfach irgendwo ins Gehäuse irgendwelche. Oh, Chai Rigotti, unser alter Selbstladerfreund, beziehungsweise Vollautomatikfreund. Die haben die meistens von irgendwelchen Büchsenmachern anbringen lassen und die haben sich da ganz verschiedene Sachen ausgedacht. Die Alliierten
Ach nein, ach Quatsch, Alliierten, wir sind ja immer noch im Ersten Weltkrieg. Die Entente, eitel ausgesprochen, die haben meistens die Sachen an die Seite gepackt. Die Deutschen haben relativ schnell gemerkt, allerdings, dass es nicht so schlau ist, die Visiere an die Seite zu packen, aus den von mir eben erwähnten Gründen. Und die meisten Mausergewehre, also das Gewehr 98, haben meistens Scopes, die gerade drauf sind, wo sich dann allerdings keine Ladestreifen mehr benutzen lassen. Was DICE hier gemacht hat, ist, was ich auch ein bisschen kritisiere, ist, dass selbst Mauser Scopes an der Seite hatten. Hatten die auch, aber relativ wenig. Die meisten Mausergewehre waren damals. Vielleicht finde ich hier das nächste Scharfschützengewehr. Die meisten Mausergewehre. Ist hier irgendwas? Nein. Die meisten Mausergewehre waren, wie gesagt, mit geraden Visieren ausgestattet. Vielleicht finde ich hier gleich noch was. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Sollte ich nichts finden, werde ich mich unter meine Bettdecke zurückziehen und heulen und hier das Video beenden. Ah, da habe ich es gefunden. Jetzt habe ich ein Gewehr 98 mit einem Scope. Da muss man sagen, das passt nicht wirklich, denn so ein wirkliches Scope, auch wenn das cool aussieht, mit diesem Messinggehäuse, das war so, soweit ich das weiß, bei den deutschen Truppen und auch bei den osmanischen Truppen so nicht im Einsatz. Wie gesagt, die Deutschen sind relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass man halt dieses Nachladen durch Ladestreifen nicht so wirklich braucht und haben deswegen die Scopes meistens oben auf dem Gehäuse platziert und nicht hier am Gehäuse an der Seite. Aber gucken wir, dass wir zum Abschluss des Videos nochmal irgendwas finden, was wir abschießen können. Also ich höre die auf jeden Fall schreien. Da ist einer. Gucken wir mal. Wie gesagt, jetzt haben wir einen Scope mit einer etwas größeren Vergrößerung. Allerdings sehen wir den immer noch nicht so nah, dass das jetzt einen Unterschied machen würde, als ob wir auf sein Ohr oder wirklich auf seinen Kopf zielen. Man dazu sagen muss, dass Battlefield diesen Offset von, oh, jetzt geht's hier auch schon los, diesen Offset dieser paar Millimeter, oh, das ist so ein Panzertyp, das ist gar kein Typ am MG, aber das hier ist ein anderer Scharfschütze, den holen wir uns. Oh, nicht getroffen, oder? Oh Gott, ich glaube, ich bin suppressed, genau, deswegen treffe ich nichts. Ist auch völlig übertrieben, dem so ein starkes Ding zu geben. Ah, jetzt habe ich schon wieder verzogen. Hä, wieso treffe ich denn nicht? Hä? Ist das irgendwie. Ich werde es mir gleich ansehen. So, jetzt bringt mir das so ein bisschen was. Aber. Immer im letzten Moment springt das nochmal so weg, wenn ich drücke. Jetzt hat es funktioniert. Gucken wir mal, was er hat, aber ich glaube genau das gleiche. Was habe ich noch? Ah, ein Webley Revolver. Ist das ein Webley Revolver? Das ist was Älteres, ne? Müsste der Webley Revolver sein. Knapp, knapp. Bums. Und was hatte er? Oh, er hatte genau das gleiche, habe ich direkt eingesammelt. So, dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, schreibt die unten in die Videokommentare. Dann könnt ihr links meinen Kanal abonnieren, rechts oben geht es zu einem anderen Video. Und links unten geht es dann zu irgendeinem random Video. Da treffe ich den schlecht. So. Komm.